Minecraft und Roblox sind zwei der wohl größten Spiele aller Zeiten. Und in beiden kann man seine Fantasie frei ausleben. Und da dachte ich mir, wie spannend wäre es, Minecraft in Roblox zu spielen. Als One-Man-Army ohne Team hinter mir sind diese Videos super aufwendig. Deswegen lasst ein Like da, abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Kommentiert gerne, was ich noch machen soll. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Grüßt euch und herzlich willkommen auf diesem Toten-Channel. Heute spielen wir Minecraft, aber in Roblox. Ich würde sagen, wir steigen direkt rein. Let's effing go. Wir sind drin. Jawohl. So, hallihallo, liebe Leute. Willkommen in Minecraft. Okay, das sieht scheiße scuffed aus, aber gut. Edit Skin. Was hat man hier so für Skins? Bro, die sind alle Arsch. Digga, was sind das für Skins? Okay, Anime, wir haben cool. Der Troll-Skin ist nicht cool. Among Us ist auch nicht cool. Kühl eher, ja. Ich geh mit dem Bre hier. Der ist lustig. Ich nehme den lila. Ich nehme den lila Arzten. Das passt eher zu mir. Would you like to buy a diamond sword? Ich werde jetzt schon angebaggert mit einem Dia-Schwert. Shut the fuck up. Wir sind drin. Ich mache mich mal kleiner. So. Wir sind in Minecraft, in Roblox wohlgemerkt. Die FPS sind grauenhaft in dem Spiel. Mit Shift sneak ich und man kann die Steuerung nicht ändern. Nur zur Information, mein Shift ist meine Renntaste. Shift ist normalerweise auf C, mit dem ich F5 mache. Was? Meine F5 ist grundsätzlich auf R, ja, das ist jetzt auf C und meine Sprinttaste, die auf der Maus liegt, ist mein Crouchen. Ach du Scheiße. Wir versuchen einfach so weit wie möglich zu kommen. Wenn ich W drücke, gehe ich zurück. Wer bist denn du? Bro, wer bist du denn? Okay, wir haben Leder und Wolle. Light Grey Wool. Das ist alles, aber nicht hellgrau. Wir bauen mal Holz ab. Ja, dann machen wir mal ein Crafting Table. Bob. Wir platzieren es mal. Also Crafting ist auf jeden Fall... Ja, die Items sehen halt 100% aus wie aus dem Spiel. Ne? Wir haben alles gerippt. Wir nehmen eine Holzspitzhacke. Dann können wir... ich muss mit E raus. Ich gehe mal mit Escape raus. Ich baue mich runter und finde Eisen. Ich will Cobblestone. Wir holen erstmal genug. Warte, wir können schon mal. Zack. Und bupp, bupp. Ja, Basti GG kann einpacken. So. Ja, die Sounds sind aber wirklich tote Nummer. Okay, wir können uns schon mal einen Ofen machen. Was ist ein Lift? Nebel. Okay. Wir haben voll Equip. Ich will auch. Meine Steuerung ist so verhunzt. Wer seid ihr denn? Warte, es waren noch Rehe. Warum droppen die Raw Beef? So. Sollst du hier... Ciao, wir sehen uns. Wa? Ja, wie weit kann man denn hier kommen? Wer bist du? Bro, who the fuck bist du, Dicker? Lizard, Mann! Der hat Hände. Wie viele? Tschüss. Die Sounds. Ich laufe jetzt zurück mit F5. Ja. Bro, okay, die Sounds sind ja mal tot, Arsch, Dicker. Es gibt Sound! Umgebungsgeräusche! Oha! Gibt's in Minecraft nicht? Ey, die Türkei ist auch am Start, krass! War doch so ein Porkchop? Sind das Schweine? Ja, okay, also das ist ehrlich, das ist kriminell. Das ist kriminell, dass die rohes Schweinefleisch droppen und das sind Truthähne. Also, das ist ehrlich verrückt. Oh, warum läufst du so zickzack? Oh. Kohle. Mann, halt doch jetzt mal die Fresse hier draußen. Während das hier brät,
hören wir uns weiterhin die Geräuschkulisse an. Wer bist du? Ich brauche ein Bett. Geh weg, geh weg, geh weg. Bup. Ja. Alter. Ich pack's nicht mehr darunter, ne? Wir ziehen weiter. Halt doch die Fresse. Was? Wir können das Bett färben? So weit ist dieses Spiel programmiert. Das ist verrückt. Ja, also das Game ist auf jeden Fall, Minecraft auf Temu bestellt. Ja, ich habe bis jetzt nur diese Lizard-Männer gesehen da, aber das war's. Nur diese Geckos, die da am Land standen, die mich auch angegriffen haben und wo ich dann noch schön in die Ränge laufen bin mit R. Also ich glaube, das Geld sollte man wirklich in die Hand nehmen, wenn man Minecraft spielen will. Ich glaube ja, das ist sowieso für die jüngere Zuschauerschaft, für die jüngere Zielgruppe geschaffen. Mit einem Alter, was einstellig ist, sag ich mal. Also jetzt nichts für mich, alter Knacker, im Gegensatz zur eigentlichen Zielgruppe. Also ich würde da diese 30 Euro in die Hand nehmen für Minecraft und auf manchen Seiten gibt es das auch schon für 14 Euro. Was sagst du? Piss dich. Jetzt hast du keine Mama mehr. Hihi. Es gibt ja aber keine XP, also die Features sind sehr limited. Ich glaube auch mal nicht, dass man den Enderdrachen hier besiegen kann. Was kann man denn jetzt noch machen? Man kann sich runterbauen, ja. Ich will mich einfach mal runterbauen. Weil ich glaube, hier an der Oberfläche findest du keine Höhlen, weil das Spiel nicht so entwickelt ist, dass du Höhlen finden kannst. Bres? Bres und Bretinas? Ich gehe mal runter, wa? Never dig straight down, liebe Leute, aber ich mache es für die Wissenschaft, weil ich will wissen, was uns unten erwartet. Irgendwas, bitte? Wenigstens ein bisschen Höhle. Oder andere Erze, das nehme ich auch. Ich weiß nicht mal, auf was für einer Höhe wir sind. Wir haben Eisen, okay, stark. Nee, das ist jetzt verrückt, ne? Okay, Bedrock kann man actually nicht abbauen. Ja, dann müssen wir mal ein bisschen Strip meinen hier, ne? Also das ist hier wirklich die... Tschüss, wie schnell. Weltrekord im Hochstecken. Tschüss, Digga. Okay, also Fazit. Das Game ist basically Minecraft Alpha. Das ist Minecraft Alpha in Roblox. Mit Truthähnen, sehr komischen Schafen und Rehen und Lizardmänner. Ansonsten ist das Game, glaube ich, sind wir schon durch. Ich wüsste nicht, was es hier noch geben soll. Ich laufe mal noch ein bisschen rum. Vielleicht finde ich ja noch irgendwie verlassenes Dorf oder so. Ich kann auf jeden Fall Schattenboxen. Na, komm her, komm her, komm her, komm her. Ja, an die Steuerung müssen sie auch nochmal ran. Also, dass man die umbelegen kann, weil... Ah, du. Oh, da oben haben wir Schnee. Finden wir etwa Ziegen? Wir haben Schnee. Liebe Leute, wir haben was Neues gefunden. Aber leider keine Schneebälle, oder? Okay, es wird jetzt Nacht. Mal schauen, was wir so für Monster sehen. Also Minecraft ist ja actually bekannt für den Creeper. Der Schwein. Es gibt ja hier wirklich Schweine auch. Warum droppst du Leder? Okay, ich bin gespannt, was für Monster jetzt in der Nacht spawnen. Weil Minecraft ist ja bekannt für den Creeper. Oh mein Gott, es gibt auch Kühe. Wer bist du? Oh, die Nacht kann kommen, Ladies. Ja, also Mobs, aua. Ich habe jetzt noch keine Mobs gesehen. Digga, also die Sounds hat er auch selbst mit dem Mund aufgenommen. Ja, das Einzige, was wir hier haben, ist ein längeres Feld mit einer wirklich unfassbar geilen Geräuschkulisse. Das ist so ein bisschen Minecraft, aber ohne Craft. Puh. Also die Nacht ist spannend. Ja, ich würde es dann nochmal für so stehen lassen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt gerne in die Kommentare, was haltet ihr von diesem Modus. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, macht alles Mögliche, damit ich das sehe. Und ich springe jetzt hier runter. Let's go. Und ich lebe noch. Das ist scheiße. Tschüss.